Mein Gast, Sir, unser weltberühmter Autor, der für den Friedensnobelpreis nominierte Akif Manaf, ist mit seinem 82. Buch bei uns und der internationale Herausgeber Merv Tanriverdi. Wir haben Sie schon einmal zu Gast gehabt und ich bin froh, dass Sie wiedergekommen sind, denn Sie haben jetzt ein brandneues Baby, sogar zwei Babys. Zwei Babys, ja. Es gibt derzeit ein Buch, das ins Englische übersetzt wurde. Türkisch und Englisch, ja, ja, ja. Zunächst einmal möchte ich Sie willkommen heißen. Danke, wie geht es dir? Uns geht es auch sehr gut. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Unser neuestes Buch heißt Friedenspsychologie. Wir werden jetzt darüber sprechen. Aber zuerst möchte ich Sie fragen, Herr Akif, wie würden Sie Frieden definieren? Es ist ein entscheidendes Thema. Wir haben heute den Krieg in der Ukraine und stehen am Rande eines dritten Weltkriegs. Das ist also ein wichtiges Thema. Das Buch wurde geschrieben. Es ist auf Englisch erschienen. Es wird ins Russische übersetzt, weil die Russen auch wichtig sind. Und das ist ein heißes Thema. Was ist Frieden? Ich werde eine kurze Definition geben. Frieden ist ein Zustand, in dem es keine Streitereien, Konflikte, Kriege gibt. Jeder auf der Welt will Frieden. Die Ukraine ist das beste Beispiel dafür. Was passiert mit den Menschen? Migration, Todesfälle und so weiter. Wie können wir diesen Frieden bis heute erreichen? Die Gesellschaft, die Menschheit hat versucht, Frieden zu erreichen, indem sie sich organisiert, Organisationen, die Vereinten Nationen, Abkommen, Verträge, Konventionen und so weiter gegründet hat. Sie hat getan, was sie konnte. Und das waren alles externe Maßnahmen und Bemühungen. Natürlich gibt es viele Friedensaktivisten. Sie gingen mit Nein zum Krieg-Bannern auf die Straße und versuchten, den Krieg mit diesen Dingen zu beenden. Was passierte dabei meistens? Die Polizei versuchte, die Leute aufzuhalten. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Sie begannen mit Nein zum Krieg-Bannern mit der Polizei zu kämpfen. Sie kamen damit nicht weiter. In diesem Buch stellen wir den Leuten also ein brandneues Paradigma vor. Deshalb sind wir Kandidat für den Friedensnobelpreis. Wie können wir Frieden schaffen, indem wir ein ganz neues Kapitel von Grund auf aufschlagen? Es gibt 7,7 Milliarden Menschen. Sie wollen keinen Krieg. Und doch kommt es immer noch zu Kriegen. Wie wird es dazu kommen? Indem man das Bewusstsein schärft, indem man das Gewahrsein vertieft. Und dafür gibt es eine spezielle Technologie. Es gibt Techniken, die das Bewusstsein schärfen, das Bewusstsein für Menschlichkeit und inneren Frieden. Alles beginnt im Inneren. Was auch immer im Äußeren ist, ist eine Widerspiegelung dessen, was im Inneren der Menschheit ist. Wenn jeder Mensch den Konflikt im Inneren löst, wenn er mit sich selbst Frieden schließt, kämpfen wir die meiste Zeit mit uns selbst. Wenn dieser innere Kampf endet und wir inneren Frieden manifestieren, wird sich dieser innere Frieden nach außen widerspiegeln. Und wir können einen großen, echten Frieden im Außen aufbauen. Und wir können wirklich den dritten Weltkrieg verhindern. Wie wird das aufgebaut? Wir erklären es in dem Buch Friedenspsychologie. Mittlerweile haben in 210 Ländern, in jedem Land der Welt, Menschen begonnen, dieses Buch zu lesen. Und wir bekommen wirklich viele Artikel, Briefe, Anrufe. Die Menschen schätzen es. Ja, das ist die Methode. In dem Buch sage ich, dass jeder Mensch, jeder von uns, indem wir in uns selbst kämpfen, zu diesem Krieg im Außen beiträgt. Indem wir in uns selbst kämpfen. Man sollte darüber nachdenken, wir können den Krieg draußen beenden, indem wir in uns Frieden schaffen und Konflikte beenden. Wir bieten eine Reihe sehr spezifischer Techniken an. Diese Techniken beginnen mit Atemtechniken, einem gesunden Leben. Ich meine, Gesundheit und Krankheit bekämpfen sich tatsächlich in uns. Schauen Sie sich jeden Menschen an. Er beginnt, mit einer Krankheit oder einem Leiden zu kämpfen. Jetzt werden wir wieder vollkommen gesund, um diesen inneren Krieg zu beenden. Wir werden den Konflikt beenden und im Inneren kämpfen. Und das wird sich nach außen widerspiegeln. Und wir werden den Krieg in Frieden und Glück für alle beenden. Das sind die neuesten Nachrichten. Vielleicht haben Sie sie gehört. Einige russische Truppen in der Ukraine weigern sich zu kämpfen. Sie wollen nicht kämpfen. Hier ist eines dieser Ereignisse. Wenn die Menschen also nicht kämpfen wollen, indem sie ihr Bewusstsein schärfen und viele Menschen Waffen produzieren, wenn er nicht produzieren will, denken Sie darüber nach. Niemand produziert Waffen, niemand will kämpfen. Wie können 7 Millionen Menschen einen Krieg beginnen? Sie kommen nicht heraus. Krieg ist also eine individuelle Sache, nicht durch gesellschaftliche Anstrengung, sondern durch individuelle Anstrengung. Wenn wir nicht kämpfen, wenn wir keine Waffen produzieren, werden die Kriege enden. Das ist etwas, das am Anfang dieses Paradigmas steht. Mit anderen Worten, wir stellen das Individuum an die Spitze. Denn was wir Gesellschaft nennen, ist jetzt Gesellschaft. Schließlich leben wir in einer Gesellschaft. Und ein Mensch kann kein Mensch sein, ohne ein Mensch zu sein. Es braucht Menschen. Der Mensch ist ein soziales Wesen.
Wir sind Teil einer Gesellschaft und indem wir Teil einer Gesellschaft sind, vergessen wir das Individuum. Das Individuum wurde für einen sozialen Zweck geopfert, getötet und vernichtet. Die Gesellschaft ist jedoch ein Konzept. Was wirklich ist, ist das Individuum. Deshalb können wir, indem wir mit dem Individuum beginnen und das Individuum zum Frieden führen, das Konzept namens Gesellschaft einführen, weil dieses Konzept nicht wirklich ist, um diese Kriege zu beenden und Frieden zu schaffen. Das ist das Hauptparadigma. Sie sagen also, dass auf diese Weise sozialer Frieden erreicht wird. Sozialer Frieden beginnt mit individuellem Frieden. Individuell, indem dieser Frieden unter 7 Milliarden Menschen geschaffen wird. Und dafür gibt es eine Methode. Wir bieten sie an, weil die Menschen nicht wissen, wie sie Frieden schaffen können. Wie unterstütze ich meine Gesundheit? Man weiß auch nicht, wie man gesund bleibt. Jeden Tag werden Menschen krank. Deshalb ist Covid so stark ausgebrochen. Die Menschheit weiß nicht, was Gesundheit ist. Jetzt kommt eine neue Epidemie. Das ist Gauklerblume. Hier kommt etwas Neues. Deshalb müssen wir uns beeilen. Wir müssen diese Technologie anwenden. Wir müssen inneren Frieden erreichen und äußeren Frieden aufbauen. Ja, ich habe zu Beginn der Sendung von einem neuen Baby gesprochen. Merv sprach auch von 2 Babys. Eines ihrer Bücher wurde also ins Englische übersetzt. Könnten Sie etwas über die Bedeutung davon sagen? Ja, Türkisch ist sehr gut, aber heute ist Englisch die am weitesten verbreitete Sprache auf der ganzen Welt. Und dann kommt Spanisch. Es wird auch ins Spanische übersetzt. Englisch und Spanisch sind fast auf der ganzen Welt verbreitet. Die meisten Menschen sprechen diese Sprachen. Da Englisch die am weitesten verbreitete Sprache ist, war eine Übersetzung aus dem Türkischen notwendig. Wir haben Videos. Jetzt können wir dieses Programm mit Untertiteln in alle Sprachen übersetzen, die sich jeder ansieht. Aber bei Büchern funktioniert das nicht. Deshalb ist es sehr wichtig, dass es auf Englisch ist. Wir haben eine Gruppe von Redakteuren. Merv ist auch einer der Redakteure in dieser Gruppe. Indem wir das Türkische redigieren und dann ins Englische übersetzen, können Menschen dieses Buch jetzt in 210 Ländern lesen. Weil die meisten Menschen Englisch können. Diese Sprache hat sich weit verbreitet. Deshalb ist es sehr wichtig, sie ins Englische zu übersetzen. So erfolgt auch die Nominierung für den Nobelpreis. Mit anderen Worten, es muss ein englisches Buch geben, damit die Nominierung angenommen werden kann.